Hallo und herzlich willkommen YouTube bei Commander Krieger und zu einer Runde FIFA 13, muss man wohl noch sagen. Ja. Nicht mehr lange, dann ist es soweit. Und der Kollege, der dabei ist Cousinho. Ja, moin moin. Ja, und für die Leute, die fragen, Krieger, was sagst denn du zu FIFA 14? Weil, ja, ihr habt jetzt sicherlich schon bei dem einen oder anderen alles Mögliche mitbekommen. Beim Cousinho gibt es ein Dual-Commentary. Ja, FIFA 14. Genau, das habe ich aber noch nicht oben. Kommt jetzt, am Wochenende. Am Wochenende erst? Ja. Warum? Weil ich das noch quasi absegnen lassen muss. Achso, okay. Gut, am Wochenende kommt das Meinungsvideo. Gut, so. Hier auf der Fresse jetzt für die Cousinios. Ich bin ein bisschen gereizt. Das Spiel gerade ist jetzt nicht das erste, was wir machen, sondern wir haben schon eins gespielt. Da habe ich ein bisschen... Sagen wir mal, ich war jetzt nicht mit den Schiedsrichterentscheidungen konform. Hallo, Schiri. Ja, da geht es schon wieder wo. Wo war da mein Vorteil? Weg. Ja, genau. Das habe ich auch so gesehen. Boah, ist das schön gespielt. Ist das schön, ist das schön. Das ist das schön. Boah, ist das schön gespielt. Das ist ein Kopfball gegen Tor in der Mitte durchgespielt, ey. Ja, da. Und da blockt er wieder die hässliche Ratte. Hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Ja, ja. Hat er gut gemacht. Ach so, ja. Boah. Ja, die frühen Tore gegen die Cresinios, die sind die besten. Ja, sonst kriegst du ja keine. Ja, reicht doch. Ach. Besten Dank. Lewandowski, ey. Ja, oh. Ja. Oh, mit links Lewandowski. Ja. Hat zwar 4 Sterne, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ich glaube auch. Und bei dir sind es ja eh durch die. Oder bei, was heißt bei dir? Bei uns durch die Pimperei. Gefühlte 5. Aber das ist der Gündogan, der Ilkay, der eben runtergestellt wurde und jetzt verdammt nochmal die Beine nicht reinmacht. Hat er ihn reingemacht, oder was? Hat er nicht reingemacht. Oh, scheiße. Das finde ich schön, dass man bei FIFA 14 den Spieler holen kann. Oh, der war schlecht. Ach so, hallo. Ja, klar. Alter, ach. Ey, der zieht den da weg, ja? Und dann pfeift der Schiri noch mal so. Dann ist auf einmal hinten die Abwehr offen. Das ist ja... Noch haben wir einen Groß. Ja, Ribéry, der ist heute... gewillt. Der ist rattig, sagst du? Nein. Boah, alle. Ja, schön hier, aber Eckchen. Können wir mal hier einen Konter anbringen. Lauf zurück, Alaba. Nein. Ja, ist der da los? Da macht der Pierre Emerick. Da kann man mal hier, So schnell geht's. Da muss ein strategischer Wechsel her. Oh ja, das liebe Wechsel. Das sind alles solche Psychospielchen vom Commander. Für Psychospielchen. Mit dem Wechsel. Ich möchte mal gerne wissen, wie viel Zeit du bei FIFA 13 im Wechseln vergeudet jetzt, hast. Ach, vergeudet. Das sind taktische Auswechslungen. Ganz einfach, weil der Groß ZM ist und der Reus ist LS. Wegen der Position. Wegen der Chemie. Ja. Gefühlt hast du ja eh nur... Stürmer und Offensiv. Ja, natürlich. Ich bin der Kung-Fu-Robben. hab meinen orangenen Gürtel bei der Müllabfuhr gewonnen. Da hätte er gekotzt. Na, wenn er sich da durchgesetzt hätte, hätte ich wirklich gekotzt. Jetzt. Er zeigt da. Oh.
Weg mit dir. Ey, sag mal, was geht denn hier los? Ey, hast du heute... Oh. Nein! Mein Gott, Lewandowski, ey, du kannst auch keinen Ball passen, ey. Schiri. Da pfeift da kannst du eine Karte geben. Das ist niggelig. Egal. Titsch gefährlich. Oh, es ist doch... Ja, boah. Ey, ist das ranzig. Ja, das war stark. Das habe ich jetzt nämlich sehr taktisch clever gemacht. Und das war schon wieder scheiße. Mann, wollte ich die große Fresse riskieren, ey. Wollte ich sagen, hier habe ich deine Spieler nach vorne gelockt. Ja, und super. Und wo habe ich jetzt... Wo ist jetzt... Der grätscht da rein, ey. Was? Wieso sind Nein, eigentlich... Reus! Hier ist gerade voll das Roulette, ey, welchen Spieler ich bekomme. Nicht den ich haben will, sondern... Komm, zieh mal hier. Zieh mal am Robben. Ah, super. Zieh ihn, nicht grätschen. Ja, da hinten steht der Ribéry einfach so frei. Das ist einfach Zucker. Zuckerbrot und Peitsche, ey. Komm, jetzt mal wieder Konter. Nach der Ecke. Hast du genauso gemacht. Definitiv. Ja, scheiße. Ist das widerwärtig? Nein, 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 nein. Ich kriege immer zu viel. Na, komm raus! Ach, warum? Oh. Hat einer umsonst einen Abflug gemacht. Zeit für ein Dumpty, 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 Dumpty ins Netz. Übrigens, Leute, ich werde die Top 5 Goals of the Week einführen. Habt ihr euch ja gewünscht beim FIFA-Video. Boah, guck mal hier, rot. Und das werde ich einführen für FIFA 14. Das heißt, ihr könnt jetzt von mir schon in der Demo sammeln. Ich werde aber Dings dazu noch ein weiteres Video machen, nochmal explizit darauf hinweisen. Werde da unsere Top 5 Goals ficken. Unsere Top 5 Goals vom FIFA-Event nehmen. Momentan wird im Forum gibt es auch eine Möglichkeit, 100 Euro zu gewinnen für die Leute, die sehr ja, editing-affin sind. Die nein, 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 nein. Boah, Dante, ey, will ich schon mit Dante da Mann. Die ein Intro erstellen können oder so, können sich da 100 Euro abholen, wenn sie was eine gute Arbeit abliefern. Also einfach mal vorbeischauen im Forum. Link ist in der Beschreibung. Und ja, dann werde ich ein Formular erstellen, ähnlich wie bei den Gast-Gameplays, wenn ihr... Boah, Ficke, den kannst du aber halten. Ähnlich wie bei den Gast-Gameplays, wenn ihr dann schöne Tore habt. Die bitte auf Google Documents hochladen. Und dann geht's ab. Mal reingrätschen hier. Ja, genau. Mann. Natürlich ärgerlich, ne? Wenn der Ball so gegen die Latte und danach... Und das ist ärgerlich. Weißt du, was jetzt passiert? Ein Sweater. Nein! Ja, Adler, jawohl! Hässlich! Ja, genau. Nein, bleib drin. Da will er schon wieder den Konter einleiten. Ey, sag mal... Kannst du heute mal meine Spiele in Ruhe lassen? So die... Ich hab da jetzt gar nichts getan. Naja. Hab doch gar nichts getan. Ohne Aubameyang wirst du nix. Was habe ich gerade richtig gesehen? 56% Ballbesitz für die Commanders? Von mir aus, du hast ja... Erste Mal in meinem Leben, dass ich so viel Ballbesitz habe. Weiß gar nicht, was du damit alles anstellen sollst, ne? Echt? Ja, das ist natürlich scheiße. Wieso pfeifst du da, du Hure?
Kann doch nicht sein, ey, was der da heute für sich zusammenpfeift, ey. Ja. Ja. Hast du bald alle abgeschossen da? Elva! 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 Nee, Giovanni Elva ist auch nicht dabei. Du gerätst da rein, wie Hulle. Oh Mann! Wie stark war der denn? Ja, und dann richtig, richtig kläglich vergeben. Alter! Cool. Was ist denn hier los, ey? Besten Dank fürs Zuschauen, Freunde. Auch immer der hingrätschen wollte, also. Auch so ein bisschen Ballbesitz so hat. Was? Abseits. Das ist Abseits? Ja, klar ist das Abseits. Lange Ding. Ah. Lange Ding zurück. Na toll, der Weidenfehler kommt wieder nicht so weit, ne? Ach. Hätte ich da noch irgendwo grätschen können? Sondern so einen behinderten Pimmel Elfmeter zu bekommen. Ey, was läuft der? Ja, genau, ey. Ey. Der behindert ist, ey. Sitzt im Strafraum da, anstatt mit dem Kopf dahin zu gehen, weißt du, er ist 3 Meter größer als alle anderen. Nee, ich gehe mit dem, mach einen Fallrückzieher. Der war scheiße. Nein, der war auch scheiße. Wieso ist der schwuchtelige Naldo schneller als mein Aubameyang? Jetzt machen! Du Eslund! Das kann doch nicht sein! Wie kann man so hässlich sein? Wie kann man so hässlich sein? Was ist los mit den Grisinios? Niederlage, oder? Abwarten, ist da alles drin. Na. Nee, jetzt stehe ich dahinter, das ist schlecht. Ey, was ist denn? Warum köpft ihr Hohlköpfe den Ball denn nicht? Ja, genau. Das ist eine super Verteidigung heute. Zack. Zack. Ja, ich auch. Ma, ey, doch nicht dahin, du Holzkopf, ey. Ich seh den Heinge. Mann. Alter, da willst du doch.
Schießt den Ball weg. Vorteil. Hm. Hey, bist du ein Hässlund? Nein, warum läuft er nicht? Ich habe ihn noch geschickt. Ach, das ist auch schlecht. Muss ich auch zugeben, das ist schlecht von mir. Ein richtig einfallslos da. Ja. Oh Mann, so schön. Damit hast du nicht gerechnet, oder? Hast gleich pass runter, ne? Ja, habe ich kurz gedacht, ja. Nein! Nein! Jawohl! Ausgleich durch 90. Das ist das abgefuckteste Scheißding. Muss aber den Zuschauern was bieten hier. Bisschen Spannung reinbringen. Mann. So. Mann, ey. Ja, ja, ja. So ein hässliches, abgepimmeltes Abprallertor. Ich hab's auch erzwungen. Musst du wieder wechseln, ne? Was hat Shane? Ja. Das hat mich irgendwie zu sehr irritieren lassen von der Ansage, er ist drin und schon wieder draußen. Ach ja. Aha. Zack! Ja, kann man geben. Ich wusste, dass das der schwule Robben ist, hätte ich den schießen lassen. Habe das schon gedacht. Was? Weiß nicht, wohin der. Also meiner Meinung nach hat der Schiri nach Ecke gezeigt. Hatte ich das kurz das Gefühl. Stark, danke. Beziehungsweise Dante, von dem kann man die Scheiße. Ja, zwei Spieler kriegen die Scheiße da nicht gebacken, ey. Mein Gott, ey, so eine Pimmel. Oh. Fuck. Ja, Mario Hässlund. Ah, super. Hä? Schiri, hallo! Schiri hat wahrscheinlich gar nichts gerafft, deswegen hat er einfach mal weiterlaufen lassen. Vorteil.
Ja, und dafür sieht er das wieder. Ne? Warum? Wo ist da der Vorteil, du Homo Fürst, ey? Was ist das denn für eine lange Minute der Verlängerung? Ist klar. Erstmal schön vor dem Gesicht. Treten wir ihn mal weg. Schiedsrichter pfeift die zweite Halbzeit der Verlängerung an. Ich sag's ja immer, das Spiel Ja, ist klar. Ey, lauf doch, du Homo. Dieser Pass ist eben verunglückt, den Ribéry. Jetzt ganz schnell machen. Jetzt der Konter. Und Achtung, der könnte passen. Kopfballchance. Und weiter heißt es aufgepasst. Und schon ist der gegnerische Angriff mit verbunden. Hau ab, hau ab. Schwulette. Himmelt der denn da hinten rum, ey? Wie kann man so behäbig sein, ey? Ja, und dann nimmt er den Ball noch nicht mal vorm Aus an, ey. Spasti hier, ey. Gehst raus, ey. Kannst mal am Arsch lecken, ey. Lewandowski, du Made, ey. Warum so gehässig? Warum so gehässig? Aber das andere hat sich verdient, ey, in diesem Spiel, ey. Ja, guckst du hier. Skrinski. Ja. Der wird das jetzt hier reißen. Pass mal auf. Ja, Elfer! Elfer! Jawohl! Nein! Jetzt kannst du mal dreimal raten, wer schießen wird. Der Torwart? Nein. Skrebinski. Zack, erste Aktion, Elfer rausgeholt, verwandelt. Bams. Er carried das Game jetzt, pass mal auf. Ja, außer Nein, 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 Robin, du Spacken! Nein. Nein. Warum du Spacken trifft es schon sehr gut. Jawohl. Hey, rot! Nix Vorteil. Rot, rot, runter das Schwein. Gibt's nicht. Ja, klar! Gib ihn! Da wäre ich durch gewesen, wenn du den nicht weggenommen hättest. Das ist ja so klar gewesen. Guck's dir an, guck's dir an. Ey. Ich fand, das war legitim. Höchstens intim, ey. Püree. Dreimal schon wieder hier auf die Spitze, ey. Er kann nichts, der kann nichts. Er ist so ein typischer Linksschießer. Scheiße. Jawohl, Skrawinski. Selbe Ecke wie eben. Not. Nur diesmal die andere, ne? Genau, nur von der anderen Perspektive gewählt.
Return der Weiden, Ella. Elfmeter-Töter. Nein. Nein. Warum? Mann. Jawohl. Ian Robben, der kann doch eh nichts. Ah, oh, ist das schon der entscheidende Elfmeter? So, jetzt halt die Scheiße. Halt die Scheiße. Also mehr Spannung geht nicht. Den bitte? Muss er jetzt reinmachen. Nee. Boah. Zack, drin der Lachs. Eiskalt, ey. Zimmert den da ins Eck und damit den Sieg mal wieder. Super Fußballspiel, was wir da gesehen haben. Da kann man sich beruhigt in den Feierabend verabschieden. Na guck mal, die Schwule ja beiden feiern sich. Na gut, das stimmt. Drück, du Hesslund. Ach ja. Ah, ist mal wieder. Gerade noch soeben das. Ja, an dieser Stelle auch tschüss. Bis zum nächsten Mal. Adios.